Wir machen mal weiter jetzt und kommen jetzt zu einem der Höhepunkte des Tages, wo wir erleben werden, hoffentlich auch, den einen Grundwiderspruch, der diesem Treffen zugrunde liegen sollte, nämlich auch den Grundwiderspruch sozusagen des Modells, was Wissen eigentlich ist. Das ist alles sehr schön beschrieben in einem amerikanischen Bestseller aus der Mitte des zweiten Jahrtausends von James Surowiecki, The Wisdom of Crowds. Das ist eine Diskussion, die ins 19. Jahrhundert zurückgeht, ob man Wissen eigentlich entaristokratisieren kann und der Menge überlassen kann, oder ob Wissen immer eine Sache von Education und Expertentum bleiben wird oder bleiben muss. Das reicht natürlich bis an die Wurzeln unserer Gesellschaften, denn die Demokratie basiert natürlich auf der Annahme, dass Leute, die einen Superstar wählen in Deutschland, in irgendwelchen Dreckssendern, eben auch eine Regierung wählen und das kompetent tun können. Das ist eine sehr schwierige Frage. Die Frage, die sich sozusagen in unserem Limes-Zusammenhang oder wie diese Frage sich in unserem Limes-Zusammenhang ausagiert, das wird sich jetzt Herr Peter Henrich vornehmen, dem ich sehr dafür danken muss, dass er hierher gekommen ist. Er hat provinzialrömische Archäologie, Ur- und Frühgeschichte und historische Geographie in Köln, Bonn und Saarbrücken studiert, 2004 im Fach Archäologie der römischen Provinzen an der Universität Köln, promoviert über die römische Besiedlung der westlichen Vulkaneifel und ist Preisträger des Dr. Heinz Küppers Preises. Seit 2008 ist er Geschäftsführer der Deutschen Limes-Kommission und er ist damit die institutionalisierte Manifestation dessen, der das Wissen, das Expertenwissen in der Hand hat über den Limes, während wir hier auf der anderen Seite bisher diskutiert haben, das muss man allerdings dann auch ganz klar sagen, über Formen des Wissensmanagements und Formen der digitalen Wissensbereitstellung. Na? Also das eine wird sozusagen, Sie sind Generator und Haber des Wissens, die anderen sind sozusagen Sammler und Bereitsteller und haben da ihre Kompetenzen. Es gibt da gewisse Widersprüche, die hier diskutiert werden müssen, die ich auch sehr gerne diskutieren würde. Aber es gibt auch eine Art Verpflichtung zur Synthese vielleicht am Ende. Und jetzt geht's los, Herr Henrich. Lieber Wörtsch, vielen herzlichen Dank für die Einladung hier auf der Tagung heute, eine Präsentation zum Thema halten zu können, wie ist eigentlich die Qualität im World Wide Web zum Thema Limes. Wir haben heute Morgen uns sehr viel unterhalten über die Bereitstellung von Daten, wie das technisch funktionieren kann im Netz, und ich habe mich dann mal entschlossen, mal die Qualität des Ganzen zu prüfen, was bis jetzt eigentlich noch nicht stattgefunden hat im Rahmen dieser Tagung. Ich dachte eigentlich, ich mache mal das World Wide Web als Ganzes in Ausschnitten, habe dann nach kurzer Recherche festgestellt, dass das ein 4-Monate-Vortrag werden würde, den ich jetzt nicht halten möchte, sondern ich habe mich mal im konkreten Fall auf Wikipedia beschränkt. Ich möchte heute nicht austeilen, ich möchte nicht einstecken, auch diese zwei Seiten finde ich ganz falsches Bild. Wir sitzen im gleichen Boot, nur wir müssen lernen, auch in die richtige Richtung zu rudern, und zwar in die gleiche Richtung. Ich möchte mich in meinem Vortrag heute Nachmittag hier in Berlin mit folgenden Themen befassen. Zum einen Qualität der Wikipedia-Beiträge, die Probleme bei den Wikipedia-Beiträgen und ein Aspekt, der Herr Professor Förtsch angesprochen hat, und zwar das Archiv der Reichslimes-Kommission als neue Quelle. Den Schluss bildet ein Fazit. Beim
Durchschauen der Limes-relevanten Seiten bei Wikipedia sind mir sehr gute Beispiele aufgefallen. Hier ein Beispiel, das Kastellsteinisches Hof, das am Rhein Limes liegt, jüngst ausgegraben und geophysikalisch prospektiert. Hervorragend präsentiert auf der Homepage. Ich habe hier einen Screenshot gemacht und man sieht sogar, die aktuelle Literatur ist angegeben. Es gibt einen Download zu unserem Nachrichtenmagazin der Limes. Also das ist für mich ein Beispiel, also aus wissenschaftlicher Seite, für eine hervorragende Präsentation. Wie das Ganze webbasiert eingeschätzt wird, ist für mich jetzt sekundär relevant. Für mich geht es einfach nur um die Qualität des wissenschaftlichen Beitrages. Das Gleiche gilt für den Beitrag zum Limes-Fall, den ich Ihnen hier als Screenshot zeige. Er sehr, sehr gut recherchiert, was man an dem umfangreichen Fußnotenapparat sieht, der dem Ganzen angehängt ist. Der Artikel zeigt eigentlich ganz gut, man kann Sachen sehr leicht erklären, aber auch jede dieser Aussagen ist nachvollziehbar. Ein kleiner Wehmutstropfen bei diesem Beispiel ist die Zeittafel, die angehängt ist und die es eigentlich immer gibt, also die öfters angehängt ist, und der Wissenschaftler wird feststellen, dass es hier ein paar Fehler gibt, vor allem hier unten, wo die Zeit der Soldatenkaiser bis 295 geht. Dieser Fehler mag vielleicht jetzt hier auf den ersten Blick randlich erscheinen, wenn man aber bei Wikipedia mal Soldatenkaiser eingibt, taucht der gleiche Fehler wieder auf, und ich habe hier zum ersten Mal gelernt, dass Commodus und die Severa ebenfalls Soldatenkaiser waren. Also ein Aspekt, der in meiner archäologischen Forschung bislang völlig untergegangen ist. Ich habe mir dann, nachdem ich ein paar dieser Einzelfundplätze mir angeschaut habe, mal diese generelle Limes-Seite angeguckt, der Limes als Grenzwall, und da taucht eine Grafik auf, direkt am Anfang, die auch bei den Google-Bildern immer auftaucht, und zwar werden dann Annäherungshindernisse präsentiert und gezeichnet, die auf keinen Fall so stattgefunden haben oder die dort auf gar keinen Fall so existiert haben. Es gibt dort umfangreiche Quellen, die genau zeigen, wie diese Geräte ausgesehen haben oder wie man sich das vorstellt. Und das Problem ist auch hier, sind zum einen falsche Bilder, falsche Bezeichnungen verwendet worden, die man durch ein kurzes Quellenstudium eigentlich ganz gut hätte beheben können. Als Fazit kann man hier sagen, ganz falsch, und das Literaturzitat ist nicht nachvollziehbar. Es wird dort ein Buch zitiert, Wunder der Archäologie. Er wundert einem nichts mehr, aber es ist, das Zitat ist auch nicht aufgelöst im Abkürzungsverzeichnis. Insofern ist dieses Bild, was sehr oft im Internet wieder auftaucht, da sind wir beim nächsten Problem, diese Vervielfältigung von Fehlern, die hier auftauchen, ist ein ganz großes Problem, und das ist ein meines Erachtens sehr gutes Beispiel. Es gibt auch auf der Seite den Limes-Fall ein Zitat, oder es wird der Text, steht dort im Text, dass besonders der zweite Teil des Satzes ist wichtig. Besonders in der Völkerwanderungszeit schuf das Limes-System daher eine Stimulanz, die dessen Überwindung zum höchst lohnenswerten Ziel erklärten. Es wird dort auf ein Werk vom Kollegen Egon Schallmeier aus dem Jahr 2011 verwiesen, Seite 10. Ich habe mich dann gewundert, was denn den Herr Schallmeier geritten hat, sowas zu schreiben, habe mir das Originalbuch angeschaut, und dort sieht man eigentlich ganz klar, dass über große Textpassagen hinweg ganz klar abgeschrieben worden ist. Ich habe die Sachen mit Rot markiert. Und diese Stimulanz zur Überwindung des Limes während der Völkerwanderungszeit liest sich im Originaltext ganz anders. Dort steht nämlich, somit schuf wohl gerade das Limes-System eine wesentliche Stimulanz für die Völkerwanderungszeit. Und nicht, der Limes schuf keine Stimulanz für die Überwindung desselben. Also ganz klar, es wurde in dem Originaltext abgeschrieben, aber nun mit neuem und falschem Inhalt. Das Gleiche nochmal nur als ein Beispiel. Es steht dort drin, dass der Limes als Zeichen eines zunehmenden politischen und militärischen, einer zunehmenden politischen und militärischen Schwäche angesehen wird, eines alt und satt gewordenen Reiches. Der Kollege Wolfgang Moschek soll das 2010 geschrieben haben. Es steht dort in der Realität ganz anders. Abgesehen von den abgeschriebenen Passagen steht dort immer ein Zeichen der Schwäche des Reiches, wenn auch immer noch ein sehr starkes Zeichen der Schwäche. Insofern sieht man hier, wie das Ganze abgeschrieben und mit falschem Inhalt versehen.
Als ein Beispiel für viele Unzulänglichkeiten ist der Begriff Numerie, also eine kleine militärische Einheit, sei hier angeführt, der bei einem kurzen Blick in das Limes-Lexikon ganz gut hätte behoben werden können. Also wir haben hier eine Vielzahl von verschiedenen Problemen, die auftauchen und auch die semantischen Probleme, also Rechtschreibschwäche, Ausdrucksschwäche sind sehr, sehr gravierend, die dann natürlich zu Fehlern führen. Und zwar gibt es dort in der Textpassage, dass die großen Ströme durch Reitertruppen überwacht wurden, also Rhein und Donau, und es gibt Palisadenwälle. Ich habe mal ein bisschen polemisch hier ein mögliches Pferd der Batavakohorten, die den Rhein geschützt haben, auch im Internet gefunden. Aber ich denke, durch solche unklaren Formulierungen entstehen ganz klar Fehler, die sich im Internet dann tradieren. Ganz problematisch sind solche Aussagen wie: Im Westen brachte die von den Römern selbst ausgelöste sogenannte westgermanische gallische Revolution eine völlig neue und so weiter. Diesen Begriff kannte ich bis jetzt hier nicht. Der Link zu Reinhard Wenzkus, der mir bis jetzt in der provinzialrömischen Forschung auch nicht aufgetaucht ist, führt auch nicht weiter, und es gibt hier kein Zitat, wo das geschrieben worden ist, und die Aussage ist somit nicht nachvollziehbar. Und das Problem ist, solche Schlagworte finden Sie später in der Lehrveranstaltung bei Studenten, finden Sie auf Schautafeln am Limes immer wieder, und diese Problematik setzt sich fort und wird immer schlimmer und tradiert sich sehr stark. Was überraschend gut und sehr gut auf den Limes-Seiten durchgeführt wird, ist die Aktualisierung des Forschungsstandes. Ich wollte, als ich die Einladung zu dem Kolloquium bekommen habe, ein Beispiel zu dem Vaktavacustis-Heiligtum am Rhein bringen. Als ich dann wieder drauf geschaut habe, war schon aktualisiert. Also insofern das eine große Stärke von Wikipedia. Ich habe hier nur ein Beispiel genannt, das Limes-Dorf von Dalking, vielleicht als Idee, das zu aktualisieren. Bislang gibt es 4 Phasen, aber in der jüngsten Publikation von Herrn Planck werden es schon 6 Phasen. Das nur als kleiner Hinweis, aber ich muss sagen, die Aktualisierung des Forschungsstandes läuft sehr, sehr gut bei den Limes-Seiten. Ich spreche nur von den Limes-Seiten. Als kleines Zwischenfazit kann ich sagen, wir haben meist gute bis sehr gute Artikel zum Limes bei der Beschreibung einzelner Fundstellen. Es gibt wirklich größere Probleme, zum Teil auch wirklich gravierende Fehler bei komplexen Sachverhalten, wie zum Beispiel mit den Soldatenkaisern oder aber auch zu dieser ganz allgemeinen Limes-Seite. Es ist sehr, sehr komplex, den Limes zu kennen von, sage ich jetzt mal, die Militärgeschichte zu kennen, von augusteischer Zeit bis ins 6. Jahrhundert. Wenn ich einen Vortrag halten müsste über den nordafrikanischen Limes, müsste ich mich auch 2 Wochen in die Bibliothek setzen. Insofern ist es überhaupt kein Problem, aber diese Fehler sind da und sollten auf jeden Fall beseitigt werden. Wir haben einen manchmal nicht aktuellen Forschungsstand, aber ich denke, da sind viele Kollegen in der wissenschaftlichen Forschung haben ebenfalls dieses Problem, und es gibt, was noch viel, viel schlimmer ist, eine fehlende oder falsche Zitierweise. Diese Beispiele, die ich Ihnen gezeigt habe, wo aus den Werken von Herrn Moschig und Herrn Schallmeier abgeschrieben worden ist, die offenbaren meines Erachtens offenkundige Verständnisprobleme oder unrichtige Zitate. Was aber natürlich auch sein kann, ist, dass diese Zitate durch nachträgliche Textänderungen durch andere Autoren wieder so umgedreht worden sind, dass was komplett anderes rauskommt. Ich denke, jeder, der schon mal eine Publikation verfasst hat und dann sein Manuskript aus der Redaktion bekommen hat, aus der Textredaktion bekommen hat, weiß, was dort alles passieren kann mit Aussagen, die man getätigt hat oder auch nicht getätigt hat. Das mal als kurzes Feedback oder als Stellungnahme von Seiten der Wissenschaft zu den Limes-Seiten. Und in der Diskussion mit Herrn Förtsch kam auch das Thema auf, das Archiv der Reichs-Limes-Kommission als neue Quelle ins Netz zu stellen, zu digitalisieren. Dieses Archiv ist ja schon in dem Ende des 19. Jahrhunderts bis 1936 oder 35 entstanden. Also alle Ausgrabungen, die Reichs-Limes-Kommission in dem Zeitpunkt gemacht hat, sind dort verfasst. Es ist eine Grabungsdokumentation, die dort archiviert ist, und ein intensiver Schriftwechsel zwischen den einzelnen Ausgräbern, den Streckenkommissaren und den Leitern dieses Projektes. Das Ganze wurde publiziert, also alle Grabungen bis 1934, 35 wurden publiziert in der Reihe der Obergermanisch-Rätische Limes des Römerreiches, auch in der Forschung als der ORL zusammengefasst. Sie sehen etwa
anderthalb bis zwei Meter Bücher, die daraus entstanden sind, vorbildlich für diese Zeit. Also man hat ausgegraben und sofort publiziert. Und das ist eigentlich so die Basis für die provinzialrömische Forschung zum obergermanisch-rätischen Limes. Über diesen Publikationsstand beneiden uns sämtliche europäischen Nachbarn. Was machen wir am Limes? Wir geben zweimal im Jahr eine Zeitschrift raus, die signifikanterweise auch der Limes heißt. Die erscheint als Printmedium, ist aber auch über die Homepage der Deutschen Limes-Kommission gratis herunterzuladen. Also wir fassen in dieser Zeitschrift aktuelle Forschung und aktuelle Tendenzen am obergermanisch-rätischen Limes zusammen und haben auch immer einen Ausblick auf den internationalen Teil, also Antoninuswall, Hadrian's Wall oder auch zu den Donauprovinzen. Und letztendlich publizieren wir auch wissenschaftliche Dinge, also sozusagen der Limes, diese Zeitschrift, die Sie hier sehen, ist so geschrieben, dass das Konzept dieser Zeitschrift ist so, dass es der Laie versteht und der Kollege was Neues erfährt. Also dass wir also alle Zielgruppen sozusagen mit dieser Zeitschrift abdecken. Eine andere Zielgruppe haben die Monographienreihen der Deutschen Limes-Kommission, die nicht als Download zur Verfügung stehen, sondern käuflich zu erwerben sind. Dort werden in der Regel die Kolloquien, die alle zwei Jahre stattfinden, publiziert. Wir haben die Limes-Hefte, wir haben die Publikationen der Deutschen Limes-Kommission, dann haben wir in jedem Bundesland, durch das der Limes führt, auch populärwissenschaftliche Publikationen, diese Archäologie im Rheinland, archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg und so weiter, die ebenfalls aktuelle Grabungen am Limes oder auch zur Archäologie allgemein publizieren. Wir haben die Monographienreihen, die einzelnen Institutionen rausgeben. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr guten Forschungs- und sehr, sehr guten Wissensstand, aber auch einen sehr, sehr guten Publikationsstand. Dem steht jetzt gegenüber das Archiv der Reichs-Limes-Kommission. Ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele mitgebracht. Sie haben hier, wie man unschwer erkennen kann, einen runden Wachturm oder was aussieht. Dann haben Sie einen eckigen Wachturm, eine Mauer dazwischen. Jetzt gibt es hier jede Menge Grabungsdokumentationsanmerkungen in mehr oder weniger gut oder schlecht lesbarer Schrift. Und dann haben Sie hier oben, was ganz, ganz wichtig ist, diese WP-Bezeichnung, WP für Wachposten. Dort steht einmal 17 in grün, einmal 17 in rot durchgestrichen, einmal 18 in rot durchgestrichen, mit einer anderen Farbe durchgestrichen und nochmal die 19 in eckigen Klammern. Und dieses Datenblatt würde jetzt online zur Verfügung stehen. Jetzt kann man sich eigentlich aussuchen, welche Nummer, welcher Wachturm es ist. Sie werden es nicht glauben, es ist aber nicht Wachturm 17, es ist nicht Wachturm 17 rot durchgestrichen, nicht 18 durchgestrichen, nicht 19 in eckigen Klammern, sondern es ist Wachturm Wachposten 20, der hier in genau der gleichen Grafik dargestellt ist wie in den Akten der Reichs-Limes-Kommission. Man darf nie vergessen, diese Akten bildeten die Basis für die Publikation dieses mehrbändigen, dieser großen Reihe. Und wir haben hier noch hinzu ein Foto aus dem Jahre, ich weiß nicht wann, wahrscheinlich Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein ähnliches Phänomen haben wir hier. Ich weiß nicht, ob Sie sehen können, wieder das gleiche WP, 18 rot durchgestrichen, 20 rot geschrieben, grün durchgestrichen, 19 in grün nebendran geführt. Wo dieser Wachturm ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Man muss wissen, diese Wachturmnummerierung wurde mehrfach geändert. Insofern ist dieses System, wie es jetzt dort im Archiv vorhanden ist, in keinster Weise transparent für jemanden, der sich damit nicht auskennt. Auch ein schönes Beispiel, 5 Meter Mauer am rätischen Limes. Man kann sich jetzt aussuchen, von 170 Kilometern haben wir hier 5 Meter Mauer im Foto. Wo befindet sich diese Mauer? Insofern müsste man hier umfangreiche Recherchearbeiten starten, um das rauszufinden. Oder man schaut einfach in die bereits publizierten Unterlagen, denn dort sieht man nämlich, dass es diese Südansicht der Mauer östlich von Wachposten 33 ist. Ich könnte das jetzt beliebig weiter fortführen. Hier nochmal ein Beispiel, ein Katasterplan, der ebenfalls vieles zeigt, aber es bleibt genauso viel unklar, wo befindet sich die Situation, was wird dort dargestellt, wer hat es gemacht, was war überhaupt intendiert mit dieser Zeichnung. Also Sie sehen hier eine mannigfaltige Problematik in diesem Archiv der Reichs-Limes-Kommission und man muss davon ausgehen, dass ca. 90% dieser Daten auf jeden Fall publiziert worden sind in der Reihe der obergermanisch-rätische Limes des Römerreichs.
Als letztes Beispiel noch Fotos. Wir haben hier ein wunderbares Foto, das in dieser Form im Archiv aufgetaucht ist. Man muss sich vorstellen, über fast 100 Jahre haben mehrere Wissenschaftler an diesem Archiv rumgearbeitet, haben Sachen verräumt, haben Sachen verlegt und dass also teilweise Akten vom Kastell X beim Kastell Y eingeordnet sind. Insofern eine sehr, sehr große Problematik auch der Datensortierung. Und wir haben hier ein schönes Panoramafoto, was aufgetaucht ist. Es wusste keiner, wo es ist, bis der Kollege zufällig am Kastellplatz Teilnhofen war und dieses Foto nachträglich sozusagen wieder verorten konnte. Diese Daten, die ich Ihnen hier zeige, kann ich Ihnen nur deshalb zeigen, weil das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege die bayernspezifischen Daten in eigener Regie und auf eigene Kosten eingescannt hat, die Kosten hierfür getragen hat. Dafür war eine Fachkraft mehrere Monate zuständig und es hat noch keine Auswertung des Ganzen gefunden. Das ist ganz, ganz wichtig. Es wurde das reine Scannen und das reine Sortieren der Daten erstmal vorgenommen. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, welchen Zeitaufwand braucht man eigentlich, um diese Daten auszuwerten oder zu erfassen, kann man sich die Arbeit von der Kollegin Cecilia Moneta mal vor Augen halten, die den Saalburg-Vicus, also die römische Zivilsiedlung um das Kastell Saalburg aufgearbeitet hat. Sie hat 3 Jahre in einem Stipendium es geschafft, diese Daten soweit zu erfassen. In einem weiteren 3-jährigen Vertrag erfasst sie jetzt das Saalburg-Kastell selbst. Das heißt, wir haben einen Kastellort, haben wir 6 Jahre wissenschaftliche Arbeit, um die Archive so weit auszuarbeiten, dass wir einen wissenschaftlichen Nährwert darauf haben. Und bei 60 größeren, 60 kleineren Kastellen und 900 Wachtürmen können sich ausrechnen, über welche Summen und auch Zeiten wir hier sprechen. Das Ganze mal zusammengefasst in einem Schaubild möchte ich Ihnen so präsentieren, dass natürlich am Beginn jedes wissenschaftlichen Wissens die archäologische Ausgrabung und die Dokumentation der Befunde steht. Natürlich, und das ist auch in allen Bundesländern unabdingbar durch einen Archäologen mit einem ausgebildeten Universitätsabschluss. Dieser oder jemand anderes wertet die Grabungsergebnisse aus oder publiziert sie zum einen wissenschaftlich, manchmal, aber in der Regel populärwissenschaftlich. Das zeigen diese zahlreichen populärwissenschaftlichen Publikationen, die wir haben, Archäologie in Hessen, Archäologie im Rheinland, wo eigentlich alle Grabungen zumindest mal in einer Art Vorbericht publiziert werden, um natürlich auch die Öffentlichkeit zu informieren. Und die, auf Basis dieser beiden Publikationsarten, die wissenschaftliche und die populärwissenschaftliche Publikation, kommen dann diese Online-Artikel zustande, allerdings ohne professionelles Peer-Reviewing, in der Regel ohne professionelles Peer-Reviewing, sodass wir also auf der einen Seite entweder einen guten oder einen schlechten Online-Artikel haben. Aber wir haben so hier bereits eine gewisse Filterung der Daten, eine Vorinterpretation der Daten und der nicht-archäologische Wikipedia-Mitarbeiter kann sich natürlich auch anhand eines in der Hessen-Archäologie publizierten Artikels ganz gut ein eigenes Bild machen. So viel Professionalität darf man erwarten, dass also hier ein Artikel rauskommt, der, denke ich mal, ohne größere Fehler auskommt. Passiert das nicht, haben wir wenn wir also die ungefilterte Publikation der Grabungsdaten haben, ich habe Ihnen eben das Beispiel gezeigt mit den einzelnen Wachtürmen, kommen wir zu einem großen Problem. Dieses Problem resultiert meistens, denke ich mal, in einem eher schlechten Artikel, der natürlich dann problematisch ist, wieder auszumerzen. Und das Ganze hat natürlich weitere Folgen. Ich denke, wer in der Uni arbeitet, weiß es. Viele der Studenten bestreiten ihre Referate zu gut 80% aus Wikipedia oder anderen online zugänglichen Medien. Und wenn man jetzt hier einen schlechten Artikel hat, der natürlich dann eine Informationsquelle für weitere Publikationen darstellt, und ich rede hier auch von der sogenannten grauen Literatur, also Heimatliteratur, ergeben sich mit der Zeit massive Probleme, dass wir also Texte aus mehreren wissenschaftlich nicht überprüften Quellen haben, die sich gegenseitig aufeinander beziehen, die sich gegenseitig ergänzen und die sich gegenseitig oftmals auch verschlimmbessern. Am Limes haben wir das Problem, wenn Informationstafeln aufgestellt werden, geschieht das meistens durch den örtlichen historischen Verein, die ihre Quellen aus dem Internet ziehen, welche Seite auch immer. Und Sie glauben nicht, was dort für Ergebnisse rauskommen, was dort auf den Informationstafeln publiziert werden soll. Wir haben momentan eine Kontrollinstanz, zum einen das Geld. Wer bezahlt bestimmt den Inhalt auf den Informationstafeln, also fachlich richtigen Inhalt, und zum anderen auch die Logovergabe verhindert eigentlich da noch Schlimmstes. Aber ich denke, wir werden dort, das wird in Zukunft kommen, ihr könnt es sich verhindern, wir werden auf jeden Fall auch ohne jetzt, also unter besten Bedingungen,
denke ich mal, nicht kontrollierbare Wechselwirkungen zwischen Texten unterschiedlicher Qualität mit nicht nachvollziehbaren Aussagen haben. Und ein erstes Fazit kann sein, dass Archäologie oder Limes kann jeder, aber ohne wissenschaftlichen Anspruch. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und diese neuen Informationsquellen, diese Archive, sind für Wissenschaftler relevant, für Klärung von Detailfragen, aber nicht für dieses nicht negativ bezeichnete Wikipedia-Niveau. Diese erste Information in Form eines Lexikons, diese Information bekommt man ganz klar aus den vorhandenen Publikationen, aus den vorhandenen Büchern, die bereits gedruckt sind. Deshalb muss man nicht in die Archive gehen. Ich habe mir dann nochmal die Ankündigung des Kolloquiums heute hier angeschaut und habe dort eigentlich zwei Widersprüche gefunden. Zum einen ist der Limes auf keinen Fall ein klar definierbares Paradigma. Wenn man sich mal anfängt zu diskutieren, was gehört eigentlich alles zum Limes, kommt man sehr schnell ins Grübeln. Zum Beispiel gehören die Kalkbrenneröfen von Iversheim, die von der Legion betrieben worden sind, mit denen der Limes quasi ausgestattet worden ist, gehören die zum Limes oder nicht. Nur als ein Beispiel, das zweite ist, der Limes, es gibt keinen Rückstand an öffentlich zugänglichen Daten, sage ich mal, ob sie jetzt digital sind oder nicht. Die Daten sind zugänglich, es gibt Bücher, in denen diese Daten drinstehen, man muss sie halt nur lesen. Und man muss wirklich sagen, in Deutschland ist eines der wenigen Beispiele, wenn man es auch im internationalen Sektor vergleicht, wo Informationen und Forschungsergebnisse wirklich zeitnah publiziert werden. Als Fazit, Gesamtfazit meines Vortrags möchte ich zusammenfassen, dass die Texte im World Wide Web, dazu meine ich jetzt ausschließlich Wikipedia, sind meist von guter bis sehr guter Qualität, können aber noch verbessert werden. Über die anderen Beispiele im Internet möchte ich jetzt nicht reden, das würde zu weit führen. Dort kann man sagen, dass sie meistens von schlechter bis sehr schlechter Qualität sind. Es gibt besonders komplexe Sachverhalte, sind sehr stark mit Fehlern und vielen Ungenauigkeiten durchsetzt. Ich habe Ihnen das Beispiel mit diesen Numeri gezeigt. Es kann auf jeden Fall eine Qualitätsoptimierung festgestellt werden, aber die Bearbeitung von Artikeln bedeutet leider nicht immer zwangsläufig eine Verbesserung, wie wir das am Beispiel mit diesen verdrehten Zitaten gesehen haben, dass jemand den Satzbau umstellt und das Ganze dann verschlimmbessert. Der Forschungsstand zum Limes, ich denke, dass auch ohne jetzt mir selber auf die Schulter zu klopfen oder den Kollegen auf die Schulter zu klopfen, ist hervorragend und die Publikation im Hinblick auf die populärwissenschaftlichen Publikationen besser als in allen anderen Ländern. Und wir brauchen eigentlich keine neuen Quellen. Die neuen Quellen müssen nicht bereitgestellt werden, denn sie enthalten im Prinzip für die Allgemeinheit keine wichtigen oder relevanten Informationen. Und diese neuen Quellen beheben auch nicht vorhandene Fehler. Das ist auch ganz klar. Meines Erachtens müssen die Archive wissenschaftlich aufgearbeitet werden, denn sonst droht große Verwirrung und Chaos. Ich habe Ihnen das gezeigt mit der Hand der Beispiele der Wachtürme 17, 18, 19 und letztendlich 20. Sozusagen sind die Wikipedia ähnlich wie ein Brockhaus-Eintrag, der ja auch in der wissenschaftlichen Literatur eher nicht zitiert wird, eine erste Orientierung, sind sehr gut geeignet, aber ich denke meines Erachtens nicht wissenschaftlich zitierfähig. Und ein wichtiges Plädoyer, was ich heute Nachmittag hier mitteilen möchte, ist, dass Archäologie ist und bleibt in erster Linie eine Wissenschaft. Ich sage immer, man geht ja auch nicht zum Metzger, um eine Herztransplantation vornehmen zu lassen, nur weil dieser Mann schon mal was mit Blut und Fleisch getan hat. Also insofern ist es eine Wissenschaft, die auf jeden Fall hochgehalten werden muss und der wissenschaftliche Faktor und auch die Qualität des Wissens darf auf gar keinen Fall unterschätzt werden und ich denke, bei vielen dieser Projekte muss ein ganz, ganz großer Teil der Gelder auch für die Qualitätssicherung der wissenschaftlichen Beiträge geliefert werden, nicht nur für die technische Unterstützung, den technischen Support und das ist eigentlich mein Plädoyer, was ich heute halten möchte. Das Banner, den ich die ganze Zeit vor Augen habe, zeigt, Erkenntnis kommt durch Teilen. Ich würde auch schreiben, Erkenntnis kommt auch durch Wissen. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Henrich. Sie haben ja Ihrer anfangs angekündigten Sichtweise, dass es hier keine zwei Seiten gibt, dann doch viele Gegenargumente entgegengesetzt. Wir müssen jetzt versuchen, uns da einen Weg zur Diskutabilität durchzudeklinieren. Also wenn Sie meine Zitate hier wiedergeben, bezüglich Paradigma würde es natürlich auch zur Wissenschaft gehören, zu wissen, was ein Paradigma ist oder sich vielleicht mal etwas mehr Gedanken zu machen darüber,
ob ein Paradigma, wenn Limes als auf seine paradigmatische Qualität reduziert oder abstrahiert wird, dann noch, man kann Abstraktion immer durch Konkretisation sozusagen wieder konterkarieren, aber die Frage ist, was sozusagen, was erreicht man damit? Dann hat man eben einfach die Ebene sozusagen der paradigmatischen Diskussion verlassen. Das zeigt einfach bloß, Wissenschaft, ja, mein Gott, natürlich konstituiert sich durch die Anwendung einer Methode und durch die Kreation von Begriffen und all dem. Trotzdem müssen wir natürlich einfach wissen, ob wir uns so definieren wollen, dass wir sagen, wir wollen unsere Basisquellen nicht dokumentieren. Ich meine, Sie wissen ja auch, dass diese Sache mit den Akten der Reichs-Limes-Kommission von Herrn von Schnurbein stammt, dem man nun nicht vorwerfen kann, dass er kein Exponent und kein nicht sogar ganz herausragender, dominanter Exponent der Archäologie der römischen Provinzen gewesen wäre. Der ist auch nicht unbedingt ein Exponent der Wikipedia-Kultur, sondern das sind Basisquellen. Die Frage ist auch, ob man Wissenschaft, sagen wir mal, wie die römische Glaubenskongregation definiert, nach dem Motto, für die einfachen Leute ist es gar nicht nötig, dass sie die Messe verstehen, die kann man ruhig in Latein halten, dann sind wir sozusagen noch vor der Lutherzeit. Warum soll man nicht die Basis für die späteren Publikationen als Quelle bereitstellen? Da ist auch, glaube ich, Ihr Bild einfach irreführend, das ist, oder nicht irreführend, sondern sehr klar, das ist ein Top-Down-Modell. Nicht? Und deswegen habe ich ja anfangs gesagt, wir kommen hier an einen Punkt, wo wir über Wissensmodelle diskutieren und es gibt neben dem Top-Down-Modell vielleicht auch noch andere, bei denen nicht alles verloren geht und darüber müssen wir in der Tat diskutieren. In der Tat ist es so, dass Wissenschaft natürlich auch eine Servicefunktion für die Öffentlichkeit hat, dahingehend, dass es sozusagen Expertise delegieren muss und dass es Qualitätssicherung bei der Delegation oder Delegierung von Expertise an Fächer gibt. Das ist ganz klar. Da kann nicht jeder einfach sozusagen ankommen. Aber das ist genau diese Wisdom of Crowds Diskussion, ist sozusagen, ist eigentlich möglich, auch ohne oder was passiert eigentlich, wenn bestimmte Quellen einfach mal offengelegt werden? Und niemand hat ja gesagt, dass die Akten der Reichs-Limes-Kommission unkommentiert publiziert werden. Das macht das, da sagen wir mal, muss man sich dann auch wissenschaftlich informieren. Also das Literatur- und Informationssysteme-Referat der DFG LIS beispielsweise macht nun seit über 20 Jahren natürlich wissenschaftlich erschlossene Archivdigitalisierung und haut nicht Seite für Seite ungeschützt sozusagen raus. Aber auch wenn Fehler entstehen, ist natürlich immer die Frage, welches Fehlermanagement hat welches Wissensmodell? Ja? Gibt es sozusagen das Fehlermanagement der sogenannten Wissenschaft oder der Universität? Irgendwo sagt jemand was Falsches, zack, wird sofort korrigiert. Oder gibt es ein Wissensmanagement sozusagen in the open, wo man viel Falsches sagt, wo sich das Falsche aber auch durch Aggregation dann langsam zum Richtigen hinwendet. Der Anfangsmythos, wenn er nicht erfunden, nicht wahr ist, ist er gut erfunden. In dem Buch von James Jurowicki besteht aus einer Anekdote über eine englische Viehzucht-Auktion, bei der das Gewicht eines Ochsen geschätzt werden soll von lauter Nicht-Landwirten. Und jeder liegt falsch. Keiner hat das richtige Gewicht, aber es sei eben so, dass, ich sage, das ist eine Anekdote, dass wenn man alle 30 Werte zusammenzählt und durch 30 teilt, dann kommt man dem echten Gewicht des Ochsen relativ nahe. Das ist eine Form, ein Wissensmodell oder ein Wissensmanagement und ein Fehlermanagementmodell auszudrücken, das, wie man so schön heute sagt, eben crowd-based oder community-driven ist. Dagegen steht das Wissenschaftsmodell top-down, das sagt, wir sind sozusagen die Sachwalter von Richtigkeit, von methodischer Schärfe und von Genauigkeit, wo man sich dann auch wünschen würde, dass Reinhard Wenzkus häufiger gelesen wird von Archäologen, denn der war so zu seiner Zeit in Göttingen der herausragende Historiker und Theoretiker für die frühe Völkerwanderungszeit und nicht zuletzt deswegen mit Herbert Jankun, dem damaligen Exponenten eines der fortschrittlichsten Paradigmen
von Archäologie, nämlich mit der sogenannten Siedlungsarchäologie, eng verknüpft und hat viel dazu publiziert. Der ist nicht als Limes-Forscher hervorgetreten, und wenn man sagt, wenn man ihn zitiert, sollte man auch sagen, warum man ihn zitiert. Das ist schon völlig klar. Aber Reinhard Wenzkus taucht auch nicht zufällig auf hier. Okay. Wir haben es aber jetzt sozusagen in wünschenswerter Deutlichkeit, glaube ich, zwei Versuche des Menschen, sich mit dem Problem des Wissenkönnens und Weiterentwickelns von Kenntnis auseinanderzusetzen. Darüber können wir jetzt diskutieren. Ja? Ja, ich danke Herrn Henrich erstmal für seine pointierte und scharfe, gleichwohl nicht in allen Bereichen unberechtigte Kritik. Ich kann jetzt nicht für die komplette Wikipedia sprechen, dafür ist die Wikipedia an sich ein zu vielfältig strukturiertes Konglomerat. Ich kann für unseren Bereich sprechen, der sich auf den Limes konzentriert hat. Es hat mich von daher ein bisschen beruhigt, dass der Kern unserer Arbeit, nämlich die eigentlichen Castell-Artikel, in Ordnung zu sein scheinen. Und es wundert mich auf der anderen Seite auch nicht, dass es gerade die Übersichtsartikel sind, wir wissen das selber, die Übersichtsartikel sind zum Teil in einem katastrophalen Zustand. Ich sage das so, wie es ist. Zur Erläuterung möchte ich aber Folgendes jetzt erstmal anbringen. Wir haben in unserem Projekt ein paar Leute, im Moment aktuell so 3 bis 4, die sich ernsthaft mit den einzelnen Castell-Artikeln auseinandersetzen und die schreiben. Bei allen Übersichtsartikeln, genau wie bei bestimmten Castell-Artikeln auch, nämlich zum Beispiel denen über Castelle, die gerne von Schulklassen heimgesucht werden, meint jeder dann irgendwie mal seinen Senf dazugeben zu müssen. Der irgendwann mal auf der Saalburg war, der irgendwann mal gerade eine Hausarbeit in der Schule über den Limes geschrieben hat. Und dadurch passieren auch solche Geschichten. Wir kennen das Problem seit längerem. Wir wissen, dass wir da qualitätssichernde Maßnahmen einschalten müssen. Ich komme da auch gleich im Rahmen meines eigenen Referats nochmal zu. Und das wird mit Sicherheit geschehen. Letztlich, unser Weg wird auch sein, von vornherein dieses Problem, Übersichtsartikel, in einem geschlossenen Rahmen, das ist unsere Konsequenz auf bestimmte Mängel im System Wikipedia, sag ich mal, in einem geschlossenen virtuellen Raum, uns der Artikelerstellung und dem vor allen Dingen der Qualitätssicherung von bestehenden Artikeln widmen und dann nur noch fertige Produkte in der Wikipedia abliefern, sodass wir diese Artikel, die teilweise über Jahre als Konglomerat entstanden sind, legen Sie mich nicht auf den Termin fest, in naher Zukunft aus der Welt haben werden. Wir selber haben eigentlich für unsere Sache eine ganz gute Qualitätssicherung drin. Wir haben eine Selbstverpflichtung zur umfangreichen Literaturrecherche. Es gibt bei uns eine Verpflichtung zum Quellennachweis, zu Einzelreferenzen in allen Fällen, in denen es widersprüchliche Angaben gibt. Prominentes Beispiel jetzt meinetwegen die Publikation von Kortüm 95 im Saalburg-Jahrbuch, durch die ganze Datierung des Limes auf den Kopf gestellt wurde. Das sind so Sachen, die bei uns zumindest an den Fußnoten auftauchen. Ja gut, besten Dank. Das ist auch, was ich festgestellt habe, es ist nicht so, dass man es gedankenlos schreibt, auf gar keinen Fall. Deshalb habe ich den Limes auch als herausragendes Beispiel, positives Beispiel, diese Wikipedia-Seiten im Limes, herausgezogen, weil der Rest im World Wide Web zum Limes wirklich katastrophal ist. Also ich weiß nicht, es gibt genügend Seiten, die ich mal recherchiert habe, die wirklich, wirklich was ganz, ganz Schlimmes sind. Insofern ist Wikipedia wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Aber wenn Sie ja schon dieser Problematik, sich der Problematik bewusst sind, übergreifenden Artikel, ich denke, das wird dann noch besser werden dann in Zukunft.
Mit Sicherheit. Ich habe noch eine Rückfrage. Ich wäre selber brennend daran interessiert, in welchem Fall Archivmaterial verwendet worden ist. Denn das ist eigentlich nach den Regeln der Wikipedia nicht erlaubt, Archiv- und Quellenstudium selber zu betreiben. Also wenn da konkrete Fälle vorliegen, dann würde mich das interessieren zu wissen, damit wir das auch ausmerzen können. Es ist nicht benutzt worden, es war nur eine Diskussion, die Herr Förtsch und ich vorher hatten, inwiefern wir diese Archive offenlegen sollten, also digital online, digital nutzenswert machen können für die Allgemeinheit. Insofern habe ich das jetzt in meinen Vortrag eingepackt, weil es eigentlich ganz gut passt zu dieser sehr langen Forschungstradition am Limes. Es fängt ja schon mal seriös 1892 an. Wir haben eine sehr lange Forschungstradition, sehr oft wechselnde Forschungsmeinungen, und das Problem ist bei diesen Archiven, die spiegeln immer nur eine Forschungsmeinung wider. Insofern ist es für jemand, der nicht intensiv in der Forschung drin ist, meines Erachtens nicht möglich, diese Forschungsmeinung adäquat zu reflektieren, beziehungsweise auch selber kritisch in Frage zu stellen. Das gleiche Problem ist auch mit den, ich habe es auch teilweise festgestellt, nicht bei Limes-Beiträgen, bei anderen Beiträgen, oftmals ist der Forschungsstand entsprechend der digitalen Verfügbarkeit der Publikation. Das ist ein anderes Problem. Dort steht dann, man hat auf einmal einen Forschungsstand von 1910. Alles, was nach 1910, 1913, ich weiß nicht, wie diese Fristen sind, 1920, alles, was danach kommt, wird nicht mehr zur Kenntnis genommen, weil es einfach nicht über irgendein Online-Portal greifbar ist. Und das ist auch so ein Problem. Gut, andere haben das Problem, wenn die Bibliothek erst 1950 gegründet worden ist, hat man selten Bücher, die im 19. Jahrhundert gedruckt worden sind. Das Problem gibt es immer wieder, ist mir aber auch aufgefallen, wollte ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen. Ja, vielleicht sollte man dazu noch grundsätzlich was sagen. Es hat ja relativ wenig Sinn und ist auch nicht, auch wissenschaftlich nicht sehr seriös, jetzt so zu tun, als könne man diese Fragen isoliert diskutieren, im Beispiel Wikipedia oder Limes oder Limes-Kommission. Einerseits ist es so, dass der Trend, Online-Publikationen zu verwenden, einfach da ist. Und wenn die schlecht sind oder aus wissenschaftlicher Sicht, und das gilt partiell vielleicht für die Archäologie noch, es gibt aber andere Wissenschaften, da ist ein vollkommen anderes Paradigma am Werk. Das heißt, da wird einerseits für das Schreiben von Wikipedia-Artikeln ganz anders belohnt als in den Altertumswissenschaften, wo das mein eher so als so eine Art hohle Nummer gilt, wenn man mal einen Wikipedia-Artikel geschrieben hat. Da in anderen Fällen, Medizin beispielsweise, ist es so, dass sozusagen um die geistige Meinungsführerschaft in bestimmten Forschungsgebieten auch auf der Ebene von Wikipedia gestritten wird. Das heißt, da kommen die Großkopferten und schreiben selber den Artikel, um sozusagen ihre Sichtweisen da niederzulegen. Und da sieht man auch den Unterschied zwischen Medium und Inhalt. Wir können hier nicht dauernd den Unterschied zwischen Medium und Inhalt verwechseln. Die Frage ist, wie kommt der Inhalt ins Medium? Und da ist nun in der deutschen Altertumswissenschaft allerdings, das wundert einen auch nicht, sagen wir mal, keine besonders straightforward organisierte Bewegung zu erkennen. Wenn man sagt, Wikipedia benutzen wir nicht, weil das so schlecht ist. Ja, was ist denn an Wikipedia schlecht? Wikipedia ist ein Medium. Ein Medium ist nicht per se schlecht oder gut, sondern es ist so gut wie das, was es transportiert. Das heißt, wir können und sollten uns eher überlegen, und deswegen hat das Deutsche Archäologische Institut da ja auch sozusagen, ist da ja auch initiativ geworden, zum Beispiel die Angestellten und Mitarbeiter vom Deutschen Archäologischen Institut zu ermutigen, ihr Wissen, das sie über bestimmte Bereiche haben, in Wikipedia auszudrücken. Dann beginnt eine Diskussion, wo vier oder fünf, dann beginnt letztlich der Peer-Review-Prozess in dem Medium Wikipedia, den wir sonst in den Top-Down-Publikationen des DRIs auch haben, und dann ändert sich die inhaltliche Qualität. Also sozusagen dasselbe gilt für die Archive. Ja? Man kann auch nicht an einem Beispiel von der Archiv der Reichslimes-Kommission, kann ich ja sagen, was interessiert mich das überhaupt, die Sinn oder Unsinnigkeit der Publikation, der digitalen Publikation von Archiven diskutieren. Ja? Die Wissenschaft und die Gesellschaft hat tausend Aspekte, und die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat nun vor 2 Jahren ein Roundtable gemacht darüber, wie
es eigentlich mit der digitalen Bereitstellung von Archivmaterial aussieht. Nicht? Das ist ein breiter Diskussionsprozess, da waren auch Archäologen bei, da sind aber auch ganz andere dabei. Das Archiv des Vorwärts ist da dabei. Naja, Archive gibt es wie Sand am Meer, Fächer gibt es wie Sand am Meer, Inhalte gibt es wie Sand am Meer. Wo ist jetzt sozusagen das Tertium Comparationis, mit dem man die Sinn oder Unsinnigkeit von Archivpublikationen diskutiert? Das ist bei der DFG geschehen. Daraufhin hat sie Pilotprojekte aufgesetzt, die zurzeit sozusagen im Laufen sind. Und nach der Abwicklung und Evaluation dieser Pilotprojekte wird das riesige DFG-gestützte Archivpublikationsprojekte geben. Natürlich mit Verfahrensrichtlinien, die offensichtlichen Gefahren, wenn man sowas tut, zu adressieren versuchen. Es unterhalten sich ja jetzt nicht nur dumme Leute darüber, ja, sondern das sind ja Leute selber aus den Archiven, die natürlich sozusagen ihre Archivsicht mitbringen, was manchmal gut ist und manchmal aber auch schlecht, denn in jeder Sicht steckt natürlich auch ein Irrtum. In meiner Sicht steckt ein Irrtum, in Ihrer Sicht steckt ein Irrtum. Es gibt keine Sicht ohne Irrtum. Wir müssen versuchen, die Irrtümer aneinander sozusagen aufzubessern und das Richtige zusammenzufassen. Also ich will nur sagen, es ist ja nicht so, dass über die Frage, wie man Archive digitalisiert und ob man das tun muss oder nicht, nicht diskutiert wird. Das wird es schon. Und es wäre auch sinnvoll, sich bei einer Diskussion zu einem Einzelpunkt wie Archiv der Reichslimes-Kommission sozusagen ein bisschen über die große Wetterlage im Bereich der Archivdigitalisierungsdiskussion zu informieren und zu gucken, wie das da sozusagen steht. Okay, jetzt war aber Herr Zürer noch. Ja, danke. Sogar ein doppelter Dank erstmal an Professor Förtsch dafür, dass er Wikipedia und auch andere von diesen Plattformen so vehement verteidigt. Aber auch an Sie einen großen Dank, Herr Henrich, weil es ist immer wieder schön, Lob zu bekommen und kam ja von Ihnen auch. Aber wachsen tut man am Ende durchaus ganz besonders an fundierter Kritik und die kam von Ihnen hier wirklich in einer sehr vernünftigen Form, die uns weiterhilft. Also erstmal dafür großen Dank. Dann das Zweite, Sie haben ganz offenbar nach meinem Eindruck Wikipedia bis auf gewisse Abstriche wirklich verstanden und haben nochmal exemplarisch dargestellt, wie Wikipedia funktioniert. Es ist ein erster Einstieg und nicht, derzeit auf jeden Fall nicht mehr. Es gibt immer wieder mal Begehrlichkeiten, wo Leute Wikipedia in Richtung Zitierfähigkeit bringen möchten. Das ist derzeit noch weit weg. Wenn es irgendwann mal passiert, soll das mir absolut recht sein. Aber derzeit ist das natürlich überhaupt nicht der Fall. Und derzeit ist es der erste Einstieg. Und ich möchte Sie auch in Ihrer Verteidigung der Wissenschaft oder Wissenschaftlichkeit natürlich absolut unterstützen, weil gerade wir als Wikipedia-Autoren immer wieder sehen, was wären wir denn ohne wissenschaftliche Literatur? Wir könnten keine Wikipedia-Artikel mehr schreiben. Also wir brauchen Sie als Wissenschaftler, um überhaupt erstmal die Erkenntnisse zu gewinnen, aus denen wir dann schöpfen können. Denn wir betreiben ja selber keine Forschung, kein Original Research, zumindest nicht in der Wikipedia. Es gibt sicherlich auch Forscher in der Wikipedia, aber die haben halt ihre Forschung woanders und da wird das dann gemacht. Eine Frage habe ich dennoch, und zwar, wie wäre denn Ihre Definition als Archäologe von den Soldatenkaisern? Das muss ich jetzt einfach mal nachfragen. Die beginnen, also enden 285 mit dem Regierungsantritt von Diokletian und fangen nach 235 nach Christus an. Nach meiner Definition, ich während des Studiums gelernt habe. Gut, der Artikel Soldatenkaiser in der Wikipedia sagt, als Soldatenkaiser werden in der althistorischen Forschung oft die Kaiser bezeichnet, die im Zeitraum von 235 bis 284, 85 an der Macht im Römischen, die Macht im Römischen Reich ausübten. Also und dann, was kommt dann? Dann kommt noch ein Zusatz, dass ab und zu darüber hinausgegriffen wird, aber das ist halt eine absolute Einschränkung. Ja, aber es ist... Aber er ist nicht referenziert, er sollte referenziert werden. Das ist richtig. Also der Fehler kommt ja dann im Nachsatz noch. Wird dann weiter... also sowas wird dann von den Nächsten wieder unreflektiert übernommen. Und ich habe mir das Buch, was dort zitiert wird, genommen. Dort steht das auch drin, aber als dezidiert alter Forschungsstand, dieser zweite Nachsatz.
Gut, dann müsste man das an der Stelle umformulieren. Ich möchte mich, muss das nämlich ganz ausdrücklich deswegen klären, weil ich den Autoren des Artikels recht gut kenne. Und der ist derzeit promovierender Historiker. Also der weiß schon in gewisser Weise, was er da macht. Und sein Blickwinkel ist halt vielleicht auch von einer anderen Seite als der des Archäologen. Und da kommen wir wieder zu diesen Problemen, dass ein Archäologe und ein Historiker vielleicht nicht immer den gleichen Blickwinkel haben. Er hat nochmal einen britischen Blick vor allem und darum kommt das alles durcheinander. Und jetzt möchte ich lieber aufhören, weil wir sind schon so weit in der Zeit. Das Problem ist da zum Beispiel so diesen Formulierungsproblem. Man kann diesen zweiten Halbsatz, der ist ja ein forschungsgeschichtlicher Aspekt, den kann man ja reinbringen. Wurde in der Forschung früher, kann man das ja nennen. Aber so wird einfach, das ist wie das Problem, das ist oftmals ein Problem, dass viele man kennt es ja selbst, wenn man wissenschaftliche Texte schreibt, man ist so in dem Thema drin, man schreibt es einfach und merkt gar nicht, dass man unverständliche Sachen schreibt. Insofern, das ist das Problem. Und dann, wenn es natürlich tausende Leute jeden Tag sehen, multipliziert sich dieser Fehler auch noch weiterhin. Ne? Und das ist halt ein Aspekt, der mir halt aufgefallen ist, jetzt als absoluter Wikipedia-Neuling. Der Literatur in Millionen Fällen auch aufgefallen? Ich meine, ich kann Ihnen da Beispiele liefern, die hängen mir zum Halse raus, wo Leute falsche Sachen abschreiben, ohne darüber zu reflektieren. Das ist 30% des sogenannten Wissenschaftsprozesses. Ich bitte Sie. Ja, alles top down. Na, das haben wir wie Sand am Meer, überall, in Wikipedia, aber auch hier in dieser Bibliothek, garantiert. Wir wollen ja Fehler in Zukunft vermeiden und das können wir bei dieser digitalen Version dann machen. Bei den gedruckten eher nicht so, nur mit einem Korrigenderzettel drin. Wir werden keine Fehler vermeiden. Es wird immer Fehler geben, es wird immer irgendwas falsch sein, es wird immer irgendwas kaputt gehen. Wir brauchen ein Fehlermanagement, das habe ich ja gesagt. Ne? Wissensmodelle haben ihr Fehlermanagement. Kein Fehler kann vermieden werden, kein Wissensmodell kann Fehler vermeiden. Das Ergebnis, das zu versuchen, haben wir im 20. Jahrhundert hinreichend gesehen. Also. Wenn ich mich ganz kurz da einschalten darf, die klassische Wikipedianer-Antwort für Klagen über mangelnde Qualität ist natürlich, wenn dir die Qualität nicht behagt, dann verbessere sie. Nun erwartet natürlich niemand von Ordinarien, sich jetzt hinzusetzen und in größerem Umfang Wikipedia-Artikel zu erstellen. Aber eine Sache frage ich mich doch. Es gibt ja zum Beispiel, oder in meinen Augen wäre es eine schöne Aufgabe für Studenten, meinetwegen im Grundstudium, zum Beispiel Studenten der provinzialrömischen Archäologie, die, wenn sie die Aufgabe bekämen, diesen oder jenen Artikel sich anzuschauen und schlicht mal die Fakten zu checken, das heißt zu überprüfen, alles was da dargestellt wird, ist es belegbar, stimmen die Belege. Das ist eine gewisse Arbeit, aber sie ist sicherlich auch sehr lehrreich, weil sie für jemanden, der mit vielen Dingen vertraut macht, mit Arbeitsmitteln und so weiter. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das weder in der Archäologie noch in irgendwelchen anderen Wissenschaftsdisziplinen in größerem Umfang geschieht. Und ich wundere mich, weshalb das so ist. Darf ich ganz also in dem Zusammenhang kurz was sagen? Also an der Uni wird ja, also viele Lehrveranstaltungen sind ja da darauf ausgelegt, Wissen zu vermitteln und wissenschaftliches Arbeiten näher zu bringen. Aber nicht jetzt am konkreten Beispiel von Wikipedia bislang. Vielleicht wird sich das in Zukunft ergeben. Ich kann mir auch gut vorstellen, mal eine Lehrveranstaltung zu machen, weil man dann auch ganz gut Quellenkritik mit den Studenten üben kann. Das ist eine sehr gute Idee, die ich, glaube ich, mal umsetzen werde. Aber wie gesagt, da hat auch die Forschungstradition und die Lehrtradition in der Uni bislang andere Wege eingeschritten. Und ich denke, es wird sich aber vermutlich ändern in Zukunft. Das hat sich schon geändert. Ihr Lehrer macht das in Köln. Die Tradition ist vielleicht, dass der Student sich hinsetzt, ein Thema bekommen hat, in die Bibliothek geht und sich mit der Literatur vertraut macht und dann ein eigenes Elaborat erstellt. Das ist der traditionelle Weg. Das hat sich heute allerdings dahin geändert, dass er nicht so viel in die Bibliothek geht und dafür ganz viel in Wikipedia recherchiert und dann eben die Sachen abschreibt, die dann vielleicht nicht so ganz korrekt sind. Warum nicht gewissermaßen dann beide Probleme gleichzeitig zu beheben versuchen?
Das Problem, aber Herr Fischer macht ja das Projekt, dass er Referate schreiben lässt, die nachher in Wikipedia veröffentlicht werden. Das kenne ich sehr wohl. Mir geht es darum, dass man den Studenten dann einen Artikel zeigt und sagt, recherchiere ihn nach, guck, was stimmt nicht und evaluiere ihn. Das war meine Idee. Das Projekt von Herrn Fischer kenne ich. Darf ich ganz kurz, weil sonst, das ist mir alles schon wieder, wenn ich jetzt irgendwie 5 Minuten Soldatenkaisergesprächen zuhören muss, dafür wollte ich nicht so viele Leute in einem Fleck haben, aber das ist mir schon wieder alles zu viel klein-klein, weil es wird ja die Rezipienten der Wikipedia, also hier sind Fachgespräche zwischen dem analogen Elfenbeinturm und einem sich anbahnenden digitalen Elfenbeinturm. Und ganz ehrlich, für mich fehlt da so ein bisschen, und wir beide waren, glaube ich, in der Mittagspause da schon ein bisschen weiter als jetzt hier in der Runde, die Frage, wie denn Wissen vermittelt wird. Also es nützt ja nicht zu sagen, Erkenntnis kommt durch Teilen und dann zu sagen, Erkenntnis kommt durch Wissen. Also die Frage ist ja, wie Wissen geteilt wird. Und das ist ja das, was hier die ganze Zeit mitschwebt, wenn man über die verschiedenen Schulen und Richtungen und so weiter redet. Das ist aber, Schulen interessieren mich nicht. Wenn die deutschen Schulen es nicht hinbekommen, einen Wikipedia-Artikel so zu schreiben, dass ihre beiden Meinungen im unteren Bereich eines Artikels vorgetragen werden und dann verlinkt werden, dann hat nicht die Wikipedia ein Problem, sondern die deutsche Wissenschaft, weil sie immer noch nicht gelernt hat, sich zu streiten und danach nach außen hin ihren Streit, den Stand des Streites zu vermitteln. Das ist einer der großen Probleme, die auffällt. Wenn ich immer, muss ich jetzt auch mal selbst sagen, es gibt einige Wikipedia-Artikel, den sieht man an, dass sich dort Profis streiten und es ihnen scheißegal ist, was die Rezipienten, also Laien, die jetzt gerne mal was wissen würden, also Wissen, also erkenntnissuchend sind, dass sie dann was lernen wollen können daraus. Das ist ein großer Nachteil, den man im Vergleich zu englischen Artikeln zum Beispiel öfters mal hat. Da gibt es einen gewissen Anspruch. Und wir waren in der Mittagspause an der Stelle, sich die Frage zu stellen, wie die professionellen Qualitätssicherungsträger, Wissenschaftler und anderes Personal mit Laien, mit erkenntnissuchenden Laien, die ja, wie wir jetzt gesehen haben, ja auch nicht ganz blöd sind, zusammenkommen können. Und wir waren sogar schon an der Stelle zu sagen, dass hier dieses, und es wundert mich jetzt ehrlich gesagt, guck mal, du machst 2%, da die Bücher, die sind falsch. Ja, aber bei dir ist der Artikel falsch. Also wir sind jetzt wieder an der Stelle, deine 2% Fehler gegen meine 2% Fehler, da waren wir schon ein bisschen weiter. Die Frage muss jetzt einfach lauten, dieses Paradigma der Offenheit und der Anspruch von der Qualitätssicherung in eine breitere Bevölkerung, das muss doch eigentlich der Diskurs sein, um den es geht und um den es auch teilweise dann geht, aber bitte nicht an einzelnen Artikeln, sondern an der Frage des Paradigmas. Darf ich wirklich dazwischen gehen? Ja, bitte. Wir sind jetzt schon mittlerweile, was haben wir jetzt, über eine halbe Stunde in Rückstand. Ich würde sagen, das ist sowieso Teil einer Diskussion, die hinterher zu führen ist. Da kann Herr Henrich sowieso mit seinem Beitrag nur bedingt weiterhelfen, weil das gar nicht mehr so viel mit seinem Vortrag zu tun hat. Ich würde sagen, diese Diskussion brechen wir hier lieber erstmal ab und kommen zum Citizen Science, sonst kommen wir da gar nicht mehr weiter. Ich will mal kurz auf die Sache antworten, das ist mir noch wichtig. Also es ist kein Elfenbein. Ich habe jetzt in aller Ruhe den Soldatenkaisergesprächen zugehört. Insofern musst du jetzt mal damit leben, dass ich mal 5 Minuten über was Größeres rede. Also ich möchte noch mal kurz auf diesen Elfenbeinturm eingehen. Der wird unserem Limes öfters vorgeworfen, wenn es um Verfassen von Infotafeln geht, wo wir einfach sagen, wir möchten gesichertes und jetzt zum aktuellen Forschungsstand richtiges Wissen dort stehen haben. Das hat nichts mit wissenschaftlichem Elfenbeinturm zu tun. Das ist einfach nur, dass dort die Wahrheit, also was wir als Wahrheit ansehen zum jetzigen Zeitpunkt, dass das dort steht. Und das hat nichts mit dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm zu tun. Das ist für uns nochmal wichtig und ich wollte auch nicht jetzt einzelne Seiten oder einzelne Fehler auf bestimmten Seiten hervorheben. Ich wollte ganz kurz meinen Kritikpunkt anbieten, welche Fehler oder welche Fehlerpotenziale gibt es. Wir haben heute Morgen über jede Menge Geodaten gesprochen, die falsch lokalisiert sind. Wir haben über jede Menge technische Sachen, technische Probleme gesprochen. Ich wollte jetzt meinen Schwerpunkt auf qualitative Probleme, fachliche Probleme richten und nicht einzelne Leute anschuldigen oder sowas, auf gar keinen Fall. Es geht mir nur darum, welche Probleme sieht die analoge Limes-Kommission in Bezug auf die digitale Limes-Kommission. Okay, also ich bin ja immer noch so ein bisschen was wie ein Diskussionsleiter hier. Ich finde die Diskussion ja gut und ich habe immer auch Respekt sozusagen vor der Aura des Moments. Deswegen
würde ich nicht nur diesen Plan hier durchziehen. Wir müssen jetzt bei Citizen Science tatsächlich versuchen, so wie heute Morgen auch, dass die Leute sich vielleicht etwas kürzer fassen als geplant. Aber die Diskussion ist sicher das Entscheidende hier. Die grundlegenden Paradigmen, das ist jedenfalls auch das, weswegen das DRI das veranstaltet hat. Da würde ich mit Herrn Best vollkommen übereinstimmen. Trotzdem haben wir ja bestimmte Sachen gesehen, die wir für die Enddiskussion verwenden können. Es geht hier um Data Sharing am Beispiel von. Es geht nicht um das Beispiel in extenso, obwohl man immer ein Beispiel zur Konkretisierung braucht.